Pachenki Chentinka, Polka Nummer 37.
Andreas hat vorher schon gesagt, Präsident vom Narrenverein Stegstrecker. Da fällt mir gerade auch noch Geschichte ein. Von der Narrenzunft heißt das. Narrenzunft. Der Andreas, der hat mir geschrieben und hat gesagt: Du sag mal, ich habe euch engagiert, heißt ihr wirklich Heinzelmänner? Da habe ich gesagt: Wenn man so Stegstrecker heißt, ist das sowas mit dem Namen. Aber wir in Lippert 2 sehen wir an die Aue Musikverein. Wir grüßen euch an diesem sonnigen, warmen, also an dem Tag im Juni. Wer Selfies machen möchte mit dem Bassisten oder mit der Sängerin, bitte einfach auf die Bühne kommen. So was mit dem Namen. Aber wir in Lippert 2 sehen wir an die Aue Musikverein. Jetzt hier haben wir Stadtmusik, natürlich schon ein wenig was Größeres, aber wir sind kleine Musikverein, aber wir haben 120 Polkas im Programm und wir haben jetzt keine Namen mehr für diese Polkas, wir dann sie einfach durchnummerieren. Und wir haben jetzt nicht die Polka Nummer 35 dabei, wir haben jetzt auch die Polka Nummer 36 dabei. Nein! Unsere Polka heißt Nummer 37! Gute Unterhaltung! Ich hoffe, ihr habt Spaß, wir fangen jetzt mal an. Das wird erst am Anfang ziemlich laut werden, also wenn es zu laut wird, geht ein bisschen zurück. Und wenn ihr euch dann dran gewöhnt habt, dürft ihr gerne weiter vorkommen. Ja, viel Vergnügen, viel Spaß. Jetzt geht's los mit Proud Mary. Aber der ist so fertig mit den ganzen Wahlen. Der ist so fertig, weil wir Stegstrecker im nächsten Jahr so ein großes Ereignis planen. Unser Landschaftstreffen von der VSAN, wo wir so viele, viele Gäste erwarten im Pfullendorf. Ich glaube, der kann mich gar nicht mehr sehen. Drum ist er zu mir gekommen und hat gesagt, er weiß nicht mehr, wann er machen muss. Er ist schon ganz, ganz fertig. Der braucht jetzt einfach Urlaub. Und dann habe ich gesagt, also gut, Schultes, wenn du Urlaub brauchst, dann gebe ich dir der am Stadtseefest, muss man halt einen würdigen Vertreter schicken. Und das hat er gemacht mit dem Karl Fitz als stellvertretender Bürgermeister. Und der wird das jetzt auch nachbringen da hinten mit mir zusammen. Also ich gucke bloß ein wenig blöd und der haut den Zapfen ein, dass wir dann alle einen gescheiten Fassbieranstich haben. Das bringen wir nach. Das ist unglaublich. Heinzelmänner, warum Heinzelmänner? Was ist das? Das sind Heinzelfrauen. Das kann man ganz einfach erklären. Das war vor geraumer Zeit, da haben wir uns mal getroffen und haben zum 60. Geburtstag vom Herr Heinzelmann ständig gespielt. Und das hat sehr gut nachgehauen. Dann hat der Heinzelmann gesagt, wisst ihr was, ihr solltet jetzt eigentlich öfters zusammenspielen. Und so ist das jetzt zustande gekommen, dass wir die Heinzelmänner sind. Also wir dann jetzt nicht euch den Keller aufräumen oder den Garten irgendwie, den Rasenmäher oder sonst was machen. Wir machen jetzt einfach ein bisschen Musik für euch. Warte, wir machen natürlich so fetzig weiter. Wobei, es kommen auch noch ruhig ein Stückchen, keine Sorge. Könnt ihr mal nachhucken. Wer aufstehen will, die Becken halten was aus. Ein bisschen Musik für euch. Anfangen haben wir natürlich schon mit zwei schönen, zackigen Polkas. Das eine, das war die Jubiläumsklänge. Ich weiß gar nicht, wie oft jetzt das Fest hier am Stadtsee in Pfullendorf schon ist. Ich denke, das wird schon einige Male stattgefunden, oder? Wie viel? 39! 39 Mal! Woher weißt du das? Das ist von
Ach so. Ah, du schaffst beim Kramer, gell? Früher war das so. Alle in Überlingen haben beim Kramer geschafft und heute schaffen alle von Pfullendorf beim Kramer, gell? So ist das. Liebe Feierabendhock, Besucher bei uns. Vorne in der Mitte. Da ist unser kleinster Tenor, nicht? Das ist der, ja, der Alexander Klappenberger. Das ist wie Heinzelmänner. Also, da sagt man ja nicht Heinzelmänner oder Männchen oder sonst was. Da sagt man Klappenberger, Klappi. Und in der Zeitung habe ich gelesen, heute Abend spielen die Heinzmänner. Also im Südkurier ist das gestanden. Auf jeden Fall steht jetzt bei uns der Klappi vor uns und der möchte uns gerne ein Solo blasen. Wer aus Herdmachen kommt, hat den heute Abend schon gesehen und wahrscheinlich noch im Keller stehen. Ich hoffe, das war nicht allzu schlimm für die meisten. Hier in Pfullendorf hat sich noch in Grenzen gehalten, Gott sei Dank. Und es bleibt jetzt schön, es bleibt trocken. Das habe ich so bestellt und das bleibt jetzt einfach so. Have you ever seen the rain? Auf dem Euphonium, Euphonium. Ja, weißt du, bei mir ist ein bisschen Bier in der Zunge gehangen. Euphonium, ja, jetzt habe ich gerade gehört, was ist ein Euphonium? Also Euphonium, das ist ein Tenorhorn, wo gerade nach oben hinausgeht. Und warum ist das so? Weil es einfach ist. Also, wir hören jetzt eine solistische Polka für Tenorhorn oder Euphonium oder Bariton. Alex im Allgäu, viel Spaß! Und das hat er gemacht mit dem Karl Witz als stellvertretender Bürgermeister. Und der wird das jetzt auch nachbringen, da mit mir zusammen. Also, ich guck bloß ein wenig blöd und der haut den Zapfen ein, dass wir dann alle ein gescheites Fassbier anschlichen. Der Macherpräsident habe ich schon vorgestellt. Ich bin einer der Stellvertreter von Herrn Kugler. Der Herr Kugler ist noch im Urlaub im Moment. Und ich habe heute Abend die ehrenvolle Aufgabe, diesen Fassanstich vorzunehmen. Es kann vielleicht sein, dass ich ein paar Schläge mehr brauche wie unseren Schultes. Von der Größe her sind wir etwa gleich, bloß bringt unser Schultes ein paar Kilo mehr auf die Waage wie ich. Daher kann es sein, dass ich halt einen Schlag oder zwei mehr brauche. Also du könntest ein bisschen höher spielen. Ich finde, das war schon ein wenig tief, oder? Jetzt fangst du noch mal unten an. Ich habe gerade gesehen, habt ihr den tiefen Ton gehört bei dem? Da hat dem gerade hinter die Hose geflattert. Oh, da kommt ja schon fast mal. So, Reinhard May. Ein Stück wohl bekanntes Lied von ihm. Der Zeugnistrakt, nein. Ah, ich bin Klempner, ja. Ich bin Klempner von Beruf. Ja, da verrückt die Welt, das ist. Ja, wunderschöner Song, aber den spielen wir nicht. Na, ihr dürft mitsingen. Das Pflichtschullied im Musikunterricht. Es gibt Noten. Es gibt Noten. Setzen sechs. So. Den gibt es zum Kaufen, das ist wirklich ein ganz, ganz toller Kalenderwagen. Da sind hinten drauf auch nochmal unsere Unterstützer, die ihr da auf dem Plakat schon seht. Das kann man kaufen, da vorne am Kassenhäusli. Also wenn ihr mal ein Bier kauft oder etwas zum Essen, dann könnt ihr da auch den Kalender mitkaufen. Da kommt ja schon fast Material. Spiel lieber ein bisschen weiter auf, komm. Geht's nicht noch weiter auf? Hast du ein bisschen Lauf jetzt, komm! Das ist ja. Eins, zwei, drei! Hey, komm jetzt, keine Müdigkeit forscht! Weiter Lauf! Jetzt sagen wir, geben dem mal einen Sonderapplaus! Eins, zwei, drei, Applaus! Und jetzt geht's nochmal ein bisschen auf! Komm!